Hallo liebe Spielefreunde, mein Name ist Benjamin Braun und ich begrüße euch herzlich zu einem weiteren Corona-Special-Video von Gamers Global. Nachdem euch Dennis und Hagen ja bereits ihre Tipps vorgestellt haben und das Video von Jörg zu demselben Thema auch noch ansteht, möchte natürlich auch ich euch meine 5 Spiele vorstellen, mit denen ich mir in der aktuellen Corona-Krise ein bisschen die Zeit vertröste, denn die Ausgangssperre, die wird ja trotz Lockerungen noch einige Wochen bestehen bleiben. Und was bietet sich da besser an als ein paar schöne Spiele, die unterhaltsame Stunden bescheren oder vielleicht auch einfach nur zum Abschalten besonders gut sind. Ich hoffe jedenfalls, es sind ein paar Sachen dabei, die vielleicht auch euch interessieren könnten und bald bei euch auf der Festplatte landen. Also da kann man aus der kurzen Distanz mehr draus machen. Der Ball rollt in der Fußball-Bundesliga nun bereits seit Wochen nicht mehr. Aber mit FIFA 20 vertröste ich mir immer wieder die Zeit, bis es Anfang Mai womöglich tatsächlich wieder losgeht. Dabei kicke ich virtuell aber nicht nur in der Champions League mit dem FC Bayern und ignoriere dabei, dass Robert Lewandowski so ziemlich der einzige Bayern-Spieler mit halbwegs erträglichem Sympathiewert ist. Super, wie er da das Auge für den Mitspieler hat. Am meisten Spaß macht FIFA wie gehabt online. Das ist fast so wie früher bei meinen Stadionbesuchen. Gewinne ich am Ende, bleibt es mucksmäuschenstill. Droht eine Niederlage, selbstverständlich nur, weil der Gegner mal wieder ein kleiner Lacker ist, könnten die koreanischen Körpertemperaturscanner bei mir aus den falschen Gründen anschlagen. Zlatan Ibrahimovic. Bei meinen mitunter lautstark abfälligen Bemerkungen gegenüber dem aktuellen Gegner, Verzeihung, Lacker, kommen auch die Nachbarn trotz dicker Wände garantiert wieder auf ihre Kosten. Zieht einfach mal ab! Online, fragt mich nicht weshalb, trete ich bis heute fast immer mit dem AC Mailand an. Aber nein, das hat gewiss nichts damit zu tun, dass ich eine Präferenz für Bunga Bunga Berlusconi hätte. Vor allem bin ich in FIFA 20 aber natürlich mit meinem FC unterwegs, dessen rein Energie oder wie ich es bis heute nenne Müngersdorfer Stadion im aktuellen FIFA zum ersten Mal überhaupt vertreten ist. Dabei haue ich aber natürlich nicht nur die anstehenden Gegner vom Platz, sondern korrigiere selbstredend auch die Ergebnisse zurückliegender Begegnungen. Jo, so kann's weitergehen. Denn um es mit einem Reim zu sagen, nichts rammt man lieber auf dem grünen Rasen zu Boden, als das Gesocks, das sich selbst nennt, die Fohlen. Das Pack glaubt, es sei bereit zu großen Taten, taugt mit seinem gaulichen Gemüt jedoch allenfalls zum Sauerbraten. Quarantäne wurde aktiviert. Das nächste Spiel auf meiner Liste ist nicht gerade brandaktuell. Satte 12 Jahre hat Dead Space inzwischen auf dem Buckel, aber für mich ist es nicht nur eins, sondern das beste Survival-Horror-Spiel, das je erschienen ist. Ich weiß nicht exakt, wie oft ich mich mit Protagonist Isaac Clarke inzwischen bereits durch die verschiedenen Ebenen der Ishimura geschlagen habe. Aber auch nach 100% Abschluss auf Xbox 360 und etwas später auf PlayStation 3 kann ich von Dead Space bis heute nicht genug kriegen. Das Spiel, das wirklich jeder gespielt haben sollte, ist aber nicht nur ein zeitloser Genre-Klassiker. Verlockend ist dieses Meisterwerk auch deshalb, weil man so gut wie überhaupt nichts mehr dafür hinlegen muss. Ich selbst habe es mir für die immer wieder angesagte Rückkehr vor etlichen Monaten nochmal als Download-Version gegönnt, die einwandfrei auf der Xbox One spielbar ist. Aber auch als PC-Fassung seid ihr auf Origin mit ein paar wenigen Euro bereits dabei. Ich habe mir meinen obersten Liebling Gothic an dieser Stelle tatsächlich nur gespart, da er weiterhin PC-exklusiv bleibt. Aber Dead Space als Alternative kommt eben nicht von ungefähr. Denn diesen Survival-Horror-Titel, den habe ich nicht ohne Grund beinahe genauso oft auf verschiedenen Plattformen durchgespielt, wie das Debütwerk von Piranha Bytes. Habe ich es schon mal gesagt? Falls nicht, dieses Spiel ist ein zeitloses Meisterwerk, das solltet ihr euch unbedingt geben. Am späteren Abend aber geht es für mich nicht zuletzt um ein entspanntes Spielerlebnis. Eins, bei dem zwar Aufmerksamkeit gefragt ist, bei dem ich aber abschalten kann. Das mag ohne weiteres auch in einem Animal Crossing New Horizons auf der Switch möglich sein. Ich persönlich kann aber mit am besten in den Spielen des polnischen Entwicklers Artifacts Mundi abschalten. Lasst euch da keinesfalls von der Bezeichnung Wimmelbildspiel abschrecken. Keine Frage, ihr werdet wie im hier gezeigten Nightmares from the Deep 3 nicht gerade über alle Maßen gefordert und rein technisch betrachtet ist das sicherlich kaum der Rede wert. Ihr erlebt aber stets eine interessante, nett inszenierte Story und werdet euch im Rahmen des Hidden Object Ansatzes nie gelangweilt fühlen. Ich kann da auf jeden Fall extrem gut runterkommen, dagegen kann selbst ein Animal Crossing einpacken.
Eigentlich gibt es nur einen Nachteil, denn die vielleicht 3 bis 5 Stunden kurzen Abenteuer, je nachdem, ob ihr die stets überspringbaren Story-Sequenzen auslasst oder eben nicht, sind mit rund 15 Euro auf Konsole und 5 bis 10 auf PC nicht unbedingt günstig. Es gibt aber immer wieder Bundle-Angebote mit gleich mehreren Spielen auf einmal. Zu einem deutlich kleineren Preis könnt ihr euch damit mühelos unterhaltsamen Füllstoff für die kommenden Wochen oder gar Monate sichern. Um Zeit totzuschlagen, sind die Spiele von Artifex Mundi jedenfalls perfekt. Der US-Indie-Publisher Devolver Digital hat gewiss bereits einige Spieleperlen unabhängiger Entwicklerstudios in den letzten Jahren auf den Weg gebracht. Aber so viel Spaß wie mit My Friend Pedro hatte ich dabei nun wahrlich nicht immer. Tatsächlich hatte ich mich aufgrund der aktuellen Corona-Einschränkungen seit längerer Zeit wieder mit dem Spieleangebot in Microsofts Game Pass beschäftigt. Etliche Titel hatte ich aus dem aktuellen Angebot angespielt, aber keiner hat mich so sehr angemacht wie dieser. Die Story hat mich dabei kein Stück interessiert, auch wenn die lustig bekloppt sein mag, wie man es eben bei Spielen von Devolver erwarten kann. Überzeugt hat mich My Friend Pedro jedoch vor allem spielerisch mit seiner Mischung aus Max Payne-artiger Bullet Time und ballerlastiger Sidescroll-Action mitsamt Geschicklichkeitspassagen. Mit dem Helden, ich weiß gar nicht wie der heißt, ballert ihr euch dabei durch eine große Anzahl von Levels. Gespielt wird nach dem Prinzip von Twin-Stick-Shootern, wobei ihr nicht nur beim Laufen blaue Bohnen verteilt. Ihr könnt das Ganze auch während spektakulärer Moves wie Wandsprüngen machen. In der Bullet Time sieht das oft noch kunstvoller aus und erlaubt mit später verfügbaren Abpralltreffern noch coolere Aktionen. Ja, das Spiel ist totaler Humbug, aber nicht nur für die Dauer der Kampagne, sondern auch darüber hinaus extrem unterhaltsam. Der Pile of Shame war auch bei mir vor Corona in einem Maße angewachsen, wie ich es kaum für möglich gehalten hätte. Als einer, der im wahren Leben nie den Führerschein gemacht hat, drücke ich natürlich trotzdem gerne mal aufs Gaspedal und kann dabei gleichzeitig auch noch den Pile of Shame verkleinern. Meinen virtuellen Bleifuß aktiviere ich dabei am liebsten im mit Abstand besten Open World Racer überhaupt, nämlich in Forza Horizon 4, das spielspaßtechnisch die Kernreihe längst meilenweit hinter sich gelassen hat. Allein das Hauptspiel ist ein wahres Umfangsmonster, mit dem ich mühelos die Zeit bis zum Sommer überbrücken könnte. Falls ihr Stoff bis zum Herbst benötigt, stehen euch zudem noch die Erweiterungen Fortune Island sowie das Lego Add-on Speed Champions zur Verfügung. Genau damit verbringe ich aktuell auch die meiste Zeit, denn ähnlich wie die Hot Wheels Erweiterung des Vorgängers ist das eben nochmal was ganz anderes als nur mehr vom Guten. Obwohl das Spiel Großbritannien als Schauplatz verwendet, müsst ihr euch hier indes keine Gedanken über die Einreise als EU-Bürger machen. Wenn ihr wollt, dürft ihr den Briten sogar beibringen, dass normale Leute die rechte Fahrbahn benutzen. Nun gut, zumindest versuchen könnt ihr es, ohne dabei einen echten Blechschaden zu riskieren. Safer Traffic der anderen Art. Ja, und das waren sie auch schon, meine 5 Spieletipps für die aktuelle Corona-Krise bzw. für die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, die uns ja wahrscheinlich auch in den kommenden Wochen und Monaten noch ein bisschen beschäftigen werden. Ich hoffe jedenfalls, es waren ein paar Titel dabei, die euer Interesse geweckt haben und die ihr womöglich auch in Zukunft nutzen werdet, um ein bisschen die Zeit zu vertreiben oder eben auch abends einfach nur besser zur Ruhe zu kommen. Ich danke euch jedenfalls fürs Zuschauen und 2 wichtige Botschaften habe ich für euch natürlich noch, nämlich erstens, bleibt unbedingt gesund und geht nicht mehr nach draußen, als unbedingt sein muss. Tschüss!